Hey, was geht? Mein Name lautet Danny Justin. Und weiter geht's bei The Last of Us. Und normalerweise tendiere ich immer dazu, nach jeder Aufnahme eine Pause zu machen. Dann spiele ich meistens am nächsten Tag weiter, weil ich das eigentlich nicht so abkann, wenn ich so ein Horrorspiel lange, lange spiele. Das geht auf meine Psyche irgendwie. Allerdings muss ich sagen, es ist definitiv besser, wenn ich es auf einem Schlag durchspiele. Weil ich immer am nächsten Tag Angst, wenn ich anfange. Aber hey, ich meine, einen Moment mal, muss ich nach oben und dann, ich glaube, ich muss nach... Oh, scheiße, wir brauchen einen Schlüssel. Wechsel mal kurz die Batterie. Weil ich schätze mal, dass das uns weiterhelfen wird. Oh. Was gibt's hier? Vielleicht eine Batterie oder so? Ich wette, hier gibt's... Ja, wusste ich doch. Ich hasse diese Durchgänge so sehr. Ernsthaft. Oh. Oh, Natascha! Hör auf, mich anzurufen. Ich habe keine Zeit. Ich habe dir schon gesagt, ich habe keine Zeit, mich um deine Sexprobleme zu kümmern. Du musst dich selber drum kümmern. Mach irgendwas. Befriedige dich selber. Keine Ahnung. Was ist das? Teamwork. Cool. Hallo. Hä? Diese Gegend erinnert mich irgendwie an den Anfang. An dieses Büro am Anfang. Oh oh. Hi. Oh nein. Wir kriegen noch mehr Besuch. Hey, das ist okay. Ich bin immer offen für Besuch. Aber ich schätze mal, wir müssen die Tür aufmachen lassen. Wir wissen ja, wie wir rauskommen, ne? Thank God you survived. That secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Der Typ, ich muss sagen, der sieht extrem nett aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich nett. Der sieht aus wie ein Behinderter. Der sieht aus wie jeder hier irgendwie. Ich bin total falsch hier. Ich will einfach nur in Ruhe leben können. Lässt sich da nicht einfach etwas eindichten irgendwie? Oh, schon wieder ein Chiller. Hi. Hier kann man sich verstecken. Ich finde es immer gut, wenn man sich verstecken kann. Oh, falscher Knopf. Hasse, das ist voll nervig, Alter. Sehr geehrter Miss Walsh, wer ist das denn? Bitte akzeptieren diese sofortige Kündigung. Schon wieder von Krankenpfleger 531920 David Annapurna und behandeln Sie ihn fortan als Patient in Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank, alter Schwede. Ich bin hier echt in der Industrie gelandet. In der Anstalt, meine ich. Industrie ist ja eigentlich noch voll das gute Wort. Oh. Vielleicht sollte man eine Putze hier ein bisschen sauber machen. Dieses Spiel ist definitiv das Gruseligste, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Definitiv. Das Schlimme einfach ist, nicht, dass es so ultra gruselig ist, sondern einfach, weil es auch so real aussieht. Das ist das Schlimme. Bei Slender war es ja noch so, es ist ultra gruselig, aber es ist, gut, jetzt mal abgesehen von Slender The Arrival, da ist die Grafik zwar gut, allerdings das Spiel nicht so gruselig. Und das ist etwas, was das Spiel nicht so gruselig macht. Den alten Slender war ultra gruselig, allerdings war die Grafik wieder nicht so gut. Ich schätze mal, da ist jemand, oder? Hallo? Hallo? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zurückkehre, das ist ein bisschen meine Angst. Hallo? Kann ich mich irgendwo verstecken? Das wäre ziemlich cool, wenn ich mich irgendwo verstecken könnte. Hasse diese Gegend so extrem. Ich wette, der Typ bereut es so sehr, dass er hier reingegangen ist. Schon allein, weil er zwei Finger verloren hat. Wie soll man sich... Kann man... Ja, er kann sich trotzdem noch hier runterholen. Okay, alles gut.
nicht immer so pessimistisch denken. Ich glaube, das ginge sogar mit einem... Das geht sogar ohne Finger. Stell euch mal vor, runterholen ohne Finger. Okay, sorry. Diese Gedanken sind nicht, passen nicht in dieses Let's Play. Ernsthaft nicht. Oh mein Gott, ich spiele schon wieder erst 5 Minuten, ernsthaft. Die Zeit vergeht einfach gar nicht. Null. Jemand pinkelt. Wieso tut jemand sowas Schlimmes? Ich habe das Gefühl, hier ist jemand, ernsthaft. Jetzt fragen sich natürlich einige, wer sollte hier sein? Ich meine, hier ist mit Sicherheit niemand. Oh, what the fuck? Okay, ich chille hier. Ja, yep, ich weiß zwar nicht, wie das möglich ist, aber ich chille hier. What the fuck ist das? Ja, yep, beste Logik ever. Okay, der hat gelitten. Oh, eine neue Kamera. Er hatte auch eine Kamera dabei, alles klar, ich weiß schon. Das war eine, also einer wie ich. Und er ist hier gestorben. Okay. Ich weiß nicht, wie ich rauskommen kann. Gott, ist das scheiße. Hier kann ich auch nicht lang, ne? Scheiße. Habe ich irgendwas übersehen oder so? Den Spiegler wahrscheinlich, oder? Hä? Ja. Alles wird gut. Oh. Bester Rollstuhl ever. So einen will ich auch mal haben. Ich mache die Tür extra nicht zu, damit es, ja, im Falle des Falles, ne? Ihr wisst Bescheid. Oh. Erstmal kurz Pipi machen. Und weiter geht's. Die Reise wird fortgesetzt. Durch die Anstalt. Oh, ich kann hier auch lang. Ah, hört sich so an, als wäre da jemand drin. Ach, scheiße. Ich würde so gerne rüber gucken. In dieses Fenster. Kann ich hier vielleicht? Ah, Alter. Mann, ist das verdammt nervig, Alter. Ich will auch... Oh, alter Schwede. Ah. Endlich. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo ich hier gelandet bin. Ernsthaft nicht. Ich weiß nicht, wo ich hier gelandet bin. Ich muss es anzünden. Alles. Murkoff hat uns so viel genommen. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things. Because nobody cares about these forgotten lunatics. Und alles nur Murkoff? Ey, dieser Typ scheint nicht nett zu sein. Ich will ihn nicht kennenlernen. Beziehungsweise eigentlich schon. Das, was er macht, gefällt mir. Ich glaube, ich wäre auch so behindert, Alter. Würde ich so aussehen. Ich muss diese Anlage einschalten. Ein Moment, dann kann ich die Ziele hier eigentlich auch sehen. Notizen. Ne, die Ziele. Ich weiß nicht, wo ich die genau sehen kann. Auf jeden Fall, ich weiß, was das Ziel ist. Das Feuer halt auszuschalten. Ich will hier eigentlich gar nicht sein, aber hey. Oh nein, diese engen Gassen, Alter. Ich hasse die so extrem. Hier gibt es immer Batterien. Hier muss man sich immer umsehen. Ich liebe Batterien. Sind meine besten Freunde. Danke, denn ich liebe dich so sehr. Du machst mich immer so stolz. Oh, hi. Das war eine Notiz von ihm, oder? Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid.
Okay, sehr interessant. Oh. Das war wahrscheinlich eine Schulklasse. Sieht zumindest so aus, oder? Sieht irgendwie so aus wie ein Schulraum. Noch die Tafel. Ah, da ist ja die Tafel. Ja, das war bestimmt eine Klasse irgendwie. Hübsch. So sah meine alte Schule aus. Genau so. Wer will jetzt auf meine alte Schule gehen? Ja, bestimmt, ne? Gönnt euch. Gönn dir. Gönn dir, Digga. Ich will nicht durch diese Gasse da gehen. Okay, ich schätze mal, ich muss. Alles klar, ich muss. Was anderes? Ich muss lernen, einfach es zu machen. Es einfach zu machen, ohne zu überlegen. Das ist genauso wie mit Frauen ansprechen, wenn ihr draußen seid. Wenn ihr überlegt noch, dann ist es immer schlimmer. Einfach machen. Dann ist es nicht so schlimm. Dann ist es einfach vorbei. Ich brauche einfach zu lange für die ganze Scheiße. Ich bin echt der Falsche. Aber hey, ihr wolltet es sehen. Und was ihr wollt, das mache ich natürlich immer wieder nicht gerne. Ich bin übel verschwenderisch, wenn es um die Batterien geht. Okay, Moment mal. Was? Es ist kein Wasser im System. Öffne zuerst die zwei Ventile. Okay, dann kann ich das aktivieren, dann ist das... okay, ich weiß. Ich hasse diese Ventilgeschichte, ohne Witz. Okay, zwei Ventile. Gibt es hier vielleicht eine Karte oder sowas? Ich schaue mich gleich um. Okay. Ich verstecke mich jetzt mal kurz. Zwei Ventile. Wo finde ich die denn jetzt? Ich höre irgendwas. Ich höre die ganze Zeit diese Kettengeräusche. Aber ich weiß nicht, ob er es ist. Natürlich ist er das. Wer denn sonst? Ich weiß nicht, wo er ist. Okay. Hi. Von hier komme ich, oder? Ich gehe mal trotzdem hier kurz lang. Nee, komme ich von hier oder nicht? Ich glaube schon, oder? Nee, er passt hier niemals durch. Moment, chillt er da? Chillt da jemand? Ich habe echt Schiss, Alter. Ich will da nicht lang. Das war wahrscheinlich seine Mutter, die da liegt. Ich will ihn nicht stören. Okay, YOLO. Did you bring your ducky? Oh, chill, der Mann ist ja nett zu mir. Ich liebe es, wenn die nett zu mir sind. Einen Moment, kann ich mich hier irgendwo verstecken? Nee, ne? Einmal mit der Fettsack-Zombie passt hier doch gar nicht durch, oder? Hi. Schöne Zähne, wie war's mit dem Zahnarzt? Hm. We have to wash every little part. Der ist tot, Digga. Er lebt nicht mehr. Mann, ist der gruselig. Extrem gruselig. Er kommt. Er kommt definitiv. 100%, ich höre ihn doch gerade.
Er passt hier niemals durch. Niemals. Er sieht mich auch nicht. Haha. Moment mal, wieso geht er hier lang? Bitte geh nach rechts, bitte geh nach rechts. Bitte geh nach rechts. Bitte geh durch die Tür 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 nach rechts. Bitte geh einfach durch die Tür nach rechts. Danke. Okay, YOLO. Ciao. Oh, ich sollte nicht rennen, oder? Nee, das war ein Fehler. Nein, er hat mich gesehen. Oder? Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Ich warte lieber, bis er erstmal rausgeht. Scheiße, die Tür hat... Er hat die kaputt gemacht. Ich hatte gehen müssen. Ich wusste es. Oder geduckt gehen. Ich glaube, dann hat er mich nicht gehört. Aber hey, you only live once. Merkt ihr das, okay? Merkt ihr das? Ciao. Ciao. Okay, also eins haben wir gelernt. Renne niemals. Renne niemals. Sonst. Oh, ich habe mich jetzt voll gef... Ah, hier ist es ja, okay. Okay, jetzt müssen wir einfach nur den Knopf aktivieren. Er wird auf jeden Fall hier lang kommen. Er wird auf jeden Fall hierher kommen. Deswegen warten wir hier einfach ganz normal, wie der andere Mensch es tun würde. Und dann machen wir uns eine schöne Zeit gemeinsam. Also was ich heute machen will, ich würde gerne trainieren gehen, zur Fitness. Falls ich das hier natürlich überlebe. Ja, ganz genau. Das ist so das, was ich heute machen werde. In Wirklichkeit werde ich zwar nur zocken, aber das müsst ihr ja nicht wissen. Ich glaube, er wird gleich kommen. Zumindest höre ich irgendwas. Er wird auf jeden Fall gleich kommen. Wenn ich jetzt rausgehe, steht er dann vor meinem Gesicht? Ich will es gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. Ich will ein wenig rausgehen, keine Ahnung. Ich fühle mich hier wohl. Ich fühle mich hier sicher. Ich brauche kein Essen, ich brauche kein Trinken. Ich mag mein Plätzchen hier. Es ist schön warm. Schön eng. Alles bestens. Ich renne einfach. Oh, falscher Weg. Er ist nicht so schnell. Er will mich nur essen. Schmeckt aber eh nicht gut. Also wird er Hunger haben, wenn er mich isst. Oh, falscher Weg. Na, oh, er hat mich nicht gesehen. Nein, 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 nein. Fettsack, du bist fett, du bist fett. Renn, renn, renn. Geh da durch. Geh da durch. Geh da durch. Ah! Oh nein. Sag bitte nicht, das Ventil ist hier nicht. Oh nein. Sag bitte nicht, es ist hier nicht. Sag bitte nicht, es ist noch da. Oh scheiße. Es ist hier nicht mal das Ventil. Moment mal, war es nicht hier oder so? Ah, nein. Ich will da nicht nochmal rein. Ach, scheiße, Alter. Mano. Mano.
Ich weiß nicht genau, wo es ist, das Ventil. Er ist da hinten, okay. Oh, wir haben es geschafft. Zumindest das Wasser zu aktivieren. Hi. Sei nicht sauer, dass ich dann Feuer ausgemacht habe, aber das war schon wieder zu viel des Guten. Okay, los geht's. Okay. Ah, wir haben das Feuer ausgemacht und ja, wir haben es geschafft. Irgendwie, ich lebe sogar noch. Ich hoffe, ich träume nicht, dass ich lebe. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Hat es dir gefallen, bewerte das Video mit dem Daumen nach oben. Abonniere jetzt meinen Kanal, um mein Sticker als Crewmember zu werden. Und dann sage ich dann noch ciao, ciao.